Willkommen zurück zu Batman Arkham City. So, beim letzten Mal sind wir zum GCPD-Gebäude. Oh, Moment, ein Telefon, da gehen wir mal schnell hin. Also, beim letzten Mal waren wir beim GCPD-Gebäude und. Wo ist das jetzt? Hallo? Wo ist das Telefon? Wo sieht man hier ein Telefon? Also, ich sehe kein Telefon, oder? Und ihr? Also, ich sehe hier kein Telefon. Das ist ja komisch. Na, egal. Also letztes Mal waren wir beim GCPD-Gebäude und haben da nach Mr. Freeze gesucht, da mussten wir aber feststellen, dass er da nicht ist. Da waren zwar ein paar Schergen vom Pinguin, aber jetzt wissen wir eben von einer Schergen, dass dass Mr. Freeze sich im Museum versteckt. Und ja, dann haben wir eine Nebenmission angefangen, nämlich, da haben wir mit einem Passanten gesprochen, der wurde dann ganz plötzlich, als er was verraten wollte, angeschossen. Und ja, das hat sich herausgestellt, dass es Deadshot war. Und ja. Und jetzt werden wir ein paar Sidequests machen und vielleicht auch noch ein bisschen die Story verfolgen. Wir werden sehen. Oh mein Gott, ich muss erstmal wieder richtig spielen. Oh, im Himmels Willen, ey. Das kann mich gerade ziemlich rotz zusammen wieder mal. Mal sehen, das wird sich aber gleich wieder ändern. Muss ja immer erstmal reinkommen. Nix da. So. Und tschüss. So. Keine Ahnung, wo das Telefon abgeblieben ist. Es hat, glaube ich, nur ganz kurz geklingelt. Na, komisch. Na dann. So, gibt es irgendwas Interessantes, was wir auf der Karte besichtigen könnten? Ah, hier sollen wir also hin. Da ist das Museum, also völlig am Poppes der Welt. Aber, soweit ich weiß, ist jetzt hier was los. In der Kirche. Deswegen bewegen wir uns einfach mal direkt zur Kirche hin. Weil, ihr werdet schon sehen, was da so abgehen wird. Es wird auf jeden Fall nicht uninteressant. Oh, hier. Ein Ballon ist hier in der... war bei uns gerade. Und wie gesagt, die müssen wir auch zerstören für die 100%. Deswegen, ich glaube, ein Let's Search würde ich nicht vermeiden lassen. Weil ich finde, dass diese ganzen Rumgesammle der Trophäen auf Dauer das Tempo nehmen. Deswegen werde ich eher weniger mich auf das Sammeln der Dinger konzentrieren. Auf der Trophäen und auf die Ballons und so. Da werde ich mich dann eher... ich werde wieder ein Let's Search wie bei der Skulptura-Suche machen. Finde ich ein bisschen vorteilhafter. Als dann nur die Dinger zu sammeln und die Story dann völlig zu vernachlässigen. Ja, ein bisschen schade, finde ich. Und ich denke, das Spiel hat sein eben ein Tempo und man sollte den Tempo auch nicht verlangsamen müssen. Sollen. Weil es ist sehr schade um das Spiel dann eben, ne? Weil es ist ein actiongeladenes Spiel und da das will natürlich auch actiongeladen sein. Ich denke, man versteht schon so einigermaßen, was ich damit sagen will. Hoffe ich zumindest. Wenn nicht, dann, ja, habt Pech gehabt. Wir hätten nicht bei Pinguin mitmachen sollen. Ich wollte. Ich glaube, du hattest recht. Ja, aber los, ich liebe was jetzt. Uns und ich so viele wie möglich von ihnen um. Entdeckung, es ist Batman! Ey, also es geht doch, dieser Sprungangriff von oben geht also doch noch. Hätte ich ja fast nicht mehr für möglich gehalten. So, und weg ist. Du bist auch nochmal hier weg. So, jetzt will ich das Spiel auch gerade darauf aufmerksam machen. Hören wir doch einfach mal. Die Nachricht. Tigerzentrale hier, AirTiger 5, habe die Kirche im Blickfeld. Irgendwelche Lebenszeichen? Wärmeabtastungen zeigen keinerlei Bewegung, ist leer. Gut. Lasst Cash und seinen armseligen Trupp zurück. Er war nie Teil unserer Mission. Ups, so, genau. Machen wir aber mal lieber hier hin, damit wir es schön genau haben. So, ab zum Eingang, weil hier ist der Schnurrbart, das ist seltsam. Hier sind die Wintertrophäen als Flaggen drauf. Nach dem Schnee. So, Moment. Vielleicht habe ich's. Da unten, ne? Genau. Wie fest muss ich zuschlagen, damit du dich erinnerst? Bitte, ich habe ihn nie getroffen! Okay, ach so, ich dachte gerade, da wäre was anderes. Ja, wir haben es verstanden. Oh nein! Wo sind sie nur abgeblieben? Könnte es sein, dass ich... der Riddler, mir all diese armen, dummen Narren geschnappt habe, während du etwas anderes zu tun hattest? Wohin hast du sie gebracht? Fragen über Fragen, dabei bist nicht du derjenige, der Antworten braucht, sondern ich. Du löst meine Rätsel und ich sag dir, wo sie sind. Beantworte meine Fragen und sie bleiben am Leben. Und sollen wir beginnen? Ich bin ein Instrument, dessen Musik immer von Herzen kommt. Was bin ich?
Ja, das ist hier ein bisschen doof. Es ist eine Übersetzung. Es ist, funktioniert dieser, dieses Rätsel macht eigentlich nur Sinn in, im Original, also im Amerikanischen. Nämlich, der heißt, glaube ich, nämlich ist das Ergebnis hier die Orgel. Aber es ist nämlich so, dass auf Englisch, glaube ich, Orgel, Organ heißt es. Dann hat ein Wortspiel Organ, Organ und Organ eben Orgel. Also, so habe ich es zumindest gehört. Ja, ich weiß nicht wirklich, was Orgel heißt. Aber ich glaube, das ist es eben so. Sorgfältig erdachten Rätseln löst, verrate ich dir, wo der Rest meiner Geiseln ist. Die erste ist im Gerichtssaal. Ich schlage vor, du beeilst dich. Vielleicht ist er ja bereits verurteilt worden. Ah, hier ist Gerichtsgebäude. Da waren wir bereits auch mal. Direkt mal markieren. Werd nicht so selbstsicher, Dark Knight. Tief, tief verborgen. In ganz Arkham City sorgen meine Leute dafür, dass ich stets über die Pläne der anderen Superschurken auf dem Laufenden gehalten werde. In diesem Moment sorgt einer von ihnen dafür, dass dich draußen ein Empfangskomitee erwartet. So, jetzt wo wir diese Mission gestartet haben, können wir auch endlich Rätsel lösen. Also Rätsel scannen sozusagen. Zum Beispiel ist hier ein Rätsel. Das weiß ich auswendig. Wenn du den Namen erst hast, ja, und so weiter. Arkham Story, das können wir alles noch machen. Aber erstmal, okay, das können wir mal schnell lesen. Nach den Geschehnissen in der Anstalt von Arkham verlor Renan Cash seinen Job. Bürgermeister Sharp gab ihm die Schuld für den von Joker initiierten Massenausbruch. Da er verzweifelt auf der Suche nach Arbeit war, erklärte er sich bereit, das kleine Sanitätsteam in Arkham City zu beschützen. Okay, ja, das war ja nicht viel. Dann haben wir noch eine Sache, jetzt wo wir schon mal hier sind. Nachdem es aufgrund der schlechten medizinischen Versorgung in Arkham City zu Unruhen gekommen war, erlaubte Strange einer Gruppe von Medizinern in der Anlage zu arbeiten. Das für ihre Sicherheit zuständige Team befähigt Aaron Cash. Hinter vorgehaltener Hand machte Strange allerdings kein Hehl daraus, dass er kein Interesse daran hatte, eine medizinische Grundversorgung sicherzustellen. Aha. So, dann haben wir einen Stufenaufstieg, werden wir natürlich direkt mal nutzen und uns erstmal Kampfpanzer holen, weil das können wir auch gebrauchen, denke ich mal. So, dann haben wir sie eigentlich und können wir dann wieder rausgehen aus der Kirche. Ich sagte es doch, Batman ist hier. Verstehe ich nicht. Woher wusstest du das? Das ist unwichtig. Töte ihn! Kein Problem. So, und diese Typen, die sollten wir uns zuletzt aufheben, weil sonst können wir, weil wenn wir sie K.O. schlagen, können wir sie logischerweise nicht verhören. Man sieht auch, Batman ist bei denen etwas sanfter. Einfach, weil wir den noch brauchen. Versteht sich von selbst. So, bin doch schnell weg. Rotzen und dann können wir uns auf den konzentrieren. Ich weiß, dass du für Riddler arbeitest. Bitte, bitte tu mir nichts! Ich sag dir alles, was du wissen willst! War mir ein Vergnügen. Damals waren es die Riddler-Karten, heute sind das Schurken, die wir verhören müssen, weil jetzt ist jemand nämlich hier, dass jetzt hier überall Trophäen sind, die wir einsammeln können. Also ist es jetzt ein bisschen anders, ich finde es sogar besser irgendwie, ich finde es irgendwie lustiger, nach Schurken zu suchen, als nach irgendwelchen Riddler-Karten. Ist halt irgendwie lustiger. Und jetzt wissen wir halt immer jederzeit, müssen wir halt immer nach diesen Typen suchen, die wir verhören können, und dann wissen wir halt, wo die Trophäen sind. Finde ich ganz lustig, diese Lösung. So, aber jetzt geht's erstmal zum Gerichtsgebäude. Hast du da drüben jemanden rumfuchteln sehen, bevor alles in die Luft flog? Es waren ein paar Leute da, vielleicht war... Guten Tag. Jetzt wollte ich mal hier vorbeikommen und wir mal schon so Spaß mal verprügeln, weil es so lustig ist. So, nix da. Bam, schönen Kopfnuss und tschüss, ey. Geile Sache. Ach, das Prügeln macht so viel Spaß, das könnte ich den ganzen Tag lang machen. Ist das ein Rätsel? Nö. Hätte mich auch ein bisschen gewundert, weil es nicht gerade auffällig war. Euch verprügeln, wie ihr gerade seht. Hahaha. Oh, okay, der ist aber weggerannt. Alles klar. Das kommt auch manchmal vor.
Ich will es auch mal sehen, aber wenn man bei einer Brücke über Wasser ist, dann kann es manchmal auch passieren, dass die Gegner darunter springen. Wenn die ängstlichen Typis. Ist ganz witzig. Vielleicht werden wir es nochmal sehen, wenn es Play wäre witzig. Würde es zumindest ein Lacher sein, oder wie man es auch mal bezeichnen will. So. Ne. Man muss auch auf jeden Fall aufpassen, wenn man einen Knochenbruchangriff starten will, dann kann man manchmal auch aus Versehen den Verhörtypen den Knochen brechen. Das, ja, und dann ist er halt verloren. Und man, ja, kann man sich das Verhören ersparen. Ja, vergessen. Was nicht gerade toll ist, aber wenn man die spawnt hat irgendwann auch wieder, aber es ist trotzdem ärgerlich, wenn das passiert. So, und wir sind alleine. Ich will Informationen über den Riddler. Ich tue nur das, was er befiehlt. Ich werde dir alles sagen. Vielen Dank. Haha, geile Sache. Und dann geht's mal ab ins Gerichtsgebäude. Es muss einen Weg rausgeben. Ich versteh's nicht. Wieso ist der Kerl hier? Ich sagte es doch. Two-Face, dass wir ihn im Auge behalten. Batman darf ihn nicht kriegen. Du hast mit Two-Face gesprochen? Wo ist er? Das ist jetzt nicht wichtig. Ihr müsst nur wissen, dass wir diesen Trottel im Auge behalten sollen. Was hat er getan? Keine Ahnung. Der Boss weiß es. Er hätte es dir gesagt. Hat er aber nicht. Also, es gibt keine Verschwörung. Wir sind ein Team, richtig? Wir arbeiten zusammen und tun, was uns gesagt wird. Ich schätze ja. Guten Tag. So, jetzt gibt es schön aufs Maul für euch alle. So, immer schön den Verhörtypen. Aua, scheiße, eigentlich wollte ich noch ausweichen. Nix da. Hast du schön gemacht, Batman. Schön ins Leere geschlagen. Meine Güte, das war auch ein ziemlich klassisches Problem. Mann, du Sack. Hier aufs Maul. Upsala. Oh, das sah ja gerade komisch aus, der Move. Keine Ahnung, was der Batman da gemacht hat. Wow. Das ging ja mal ganz gut. Upsala. So, und wir sind alleine. Riddler, rede. Oh Mist. Okay, okay, ich helfe ihm nur. Danke für die Hilfe. Ich wollte es nicht. Er hat mich gezwungen. Er hatte meinen Freund. Er hat ihm ein Messer ins Bein gerammt. Es ist meine Schuld. Aber er wollte ihn töten. Riddler hat das getan? Er ist verrückt. Er hat mich gezwungen, sie aus der Kirche zu schaffen. Er sagte, sie würden sonst alle sterben. Ich hatte Angst. Er gab dir die Schuld für alles. Ich gebe mein Bestes. Er meinte, dass ich dir was ausrichten soll. Er war da sehr, sehr deutlich. Es sind nur ein paar Zahlen. 275. 275325. Keine Ahnung, was sie bedeuten. Das klingt nach einer Funkfrequenz. So, das probieren wir doch direkt mal aus. Da habe ich damals mich ganz schön blöd angestellt, das weiß ich noch. So, 275. Ich glaube, man muss da nicht ganz so genau sein. 275, und was war das andere? 325. Moment. Es scheint falsch zu sein. Aber Moment, ich bin auch trottelig. Moment. 275. Oh mein Gott, ey. Manchmal glauben wir es einfach nicht, ne? So, 275. Ich glaube, das müsste genau genug sein. 325, ne? Genau. Endlich! Ich werde meinen Teil der Vereinbarung jetzt wohl erfüllen müssen. Ein Rätsel für die Fledermaus. Kannst du es lösen? Hast du rausgekriegt, was die Zahlen bedeuten? Ja, es ist nur eins von Riddlers Spielchen. Er hat ihnen was gegeben, oder? Ja, ist nur ein Kästchen. Keine Ahnung, wozu es gut ist. Ich komme schon dahinter. Sie sollten zurück zur Kirche gehen, da sind sie sicherer. Coole Sache. So, und hier gibt es ja auch ein paar Rätsel, die wir lesen können. Zum einen ist hier ein Rätsel. Peng, peng. Und dann... Ich muss das Rätsel lösen, bevor ich weiterkomme. Oh. Ach so, na dann. Okay. Catwoman und Two-Face. Naja, die haben nicht mal das erste gelesen. Eigentlich wollte ich jetzt... So, hier. Löse dieses Rätsel. Wenn du mich kennst, willst du mich teilen. Doch wenn du mich teilst, verschwinde ich. Was bin ich? Ganz einfach, du bist ein, Geheim... Gleich habe ich's. Da. Du bist ein Geheimnis.
Dark Knight, du hast es geschafft. Wie ein Kind, das seine ersten Schritte macht. Ich sollte dieses Wunder honorieren, indem ich dir den Aufenthaltsort von einer Person aus dem Ärztestab verrate, die verzweifelt um Hilfe schreit. Alles klar. Das gucken wir uns direkt mal an. Riddler treibt in Arkham City sein Unwesen. Er hat die Wachen aus der Kirche als Geiseln genommen. Soweit ich mich entsinnen kann, saß er, seitdem sie die Polizei von Arkham Island aus zu ihm geführt haben, in Haft. Was will er? Rache. Er übermittelt mir Frequenzen und gab mir ein kleines Gerät, mit dem ich seine Rätsel dekodieren kann. Sie führen zu bestimmten Punkten auf der Karte von Arkham City. Ich lasse dich wissen, wie ich vorankomme. Aha. So haben wir ja gerade markiert. Und es gibt hier noch ein paar Rätsel, die wir schnell lösen wollen. Nämlich hier unten. Ich glaube, doch nur ein Rätsel, oder? Na, da bist du ja wieder. Calendarman. So. Außerhalb der Februar. Okay, so, das war das Rätsel. Und dann können wir direkt mal wieder rausgehen. Aber ich denke, wir sehen uns dann beim nächsten Part von Batman Arkham Asylum. City. Sorry. Jupp. Beim nächsten Part gehen wir dann also zur Geisel und versuchen sie zu retten. Also bis zum nächsten Mal von Batman Arkham City. Tschüss.